Dies ist ein nationaler Notfall. Wichtige Informationen und Anweisungen folgen. Dies ist eine Sendung der Schweizer Regierung. Bitte hören Sie aufmerksam zu. Das amerikanische Virus, bekannt als Plaxia-Virus, hat alle amerikanischen Länder zum Zusammenbruch gebracht. Es hat sich auch verschärft und hat bereits viele Menschen weltweit infiziert. Aufgrund dieser gefährlich schlimmen Pandemie und ihrer Fähigkeit, sich in der Luft sehr schnell auszubreiten, wird jedem geraten, seine Bunker zu betreten, um das Risiko einer Plaxia-Virus-Infektion schrittweise zu verringern. Das Plaxia-Virus kann Folgendes verursachen: Fieber, Schwitzen, Durchfall, Muskelermüdung, Erbrechen, Kurzatmigkeit, extremen Durst, hohe Körpertemperatur, Anzeichen von animalischem Verhalten und blutunterlaufene Augen. Wenn Sie oder jemand in Ihrer Nähe diese Symptome hat, führen Sie sie sofort aus. Bei Nichtbeachtung auf eigene Gefahr. Vergessen Sie nicht, jederzeit bewaffnet zu sein, indem Sie eine Waffe, ein Messer, einen Baseballschläger, einen Schlagstock, eine Machete oder eine andere Waffe in Ihrem Haus verwenden. Denken Sie daran, dass dieses Virus die amerikanische Gesellschaft zum Zusammenbruch gebracht hat und die Gesellschaft in der Welt ebenfalls zusammenbrechen kann, wenn sich das Virus verschlimmert. Bitte bleiben Sie dran. This is a broadcast from the Swiss government. Please listen carefully. The American virus, known as the Plaxivirus, has made all American countries collapse. It has also intensified and has already infected a lot of people globally. Now, due to this dangerously bad pandemic, and its ability to spread airborne very quickly, everyone is advised to enter their bunkers, to gradually reduce the risk of Plaxivirus infection. Plaxivirus can make you have the following: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, vomiting, shortness of breath, extreme thirst, high body temperature, signs of animalistic behavior, and bloodshot eyes. If you or someone near you has these symptoms, execute them immediately. Failure to do so at your peril. Don't forget to be armed at all times, using a gun, knife, baseball bat, baton, machete, or any weapon in your house. Keep in mind that this virus has made the American society collapse, and society in the world may collapse as well shall the virus get worse. Please keep tuned.